Ja, guten Morgen, Herr Obermeier, Rudi Obermeier, Trainer vom TSV Grafing, Gruppengegner vom TV Rottenburg. Jawohl. Wir haben Sie hergefunden, wie gefällt es Ihnen bisher? Wie ist der Eindruck? Ging alles problemlos mit der Herfahrt. Wir haben knapp 3 Stunden Fahrzeit gehabt. Alles in Ordnung. Mal eine angenehme, kurze Anreise. Letztes Jahr waren wir in Bremen, das Jahr zuvor in Hamburg. Ja, Rottenburg ist schön. Fast so schön wie bei uns in Grafing draußen. Fast so schön wie in Grafing, sagen Sie. Sehr schön. Welchen Eindruck haben Sie vom Turnierfeld, vom Teilnehmerfeld, die Mannschaften? Man hört, es gibt ein paar Favoriten, aber eigentlich sehr viele Mannschaften, die man schwer einschätzen kann. Wie ist da Ihr Eindruck? Ja. Nee, ich denke, die Favoriten sind klar. Rottenburg zählt auch dazu. Ja. Wir gehen relativ gelassen in das Spiel rein gegen Rottenburg. Und das erste Spiel vom Turnier steht immer ein bisschen unter einem anderen Stern. Eventuell haben wir eine kleine Außenseiterchance. Aber Rottenburg, Dachau zu den Favoriten würde ich mal zum engsten Kreis zählen. Und Dresden schätze ich sehr stark ein. Ja. Was haben Sie sich als Team vorgenommen? Was ist das offizielle Ziel mit Ihren Jungs? Also das Hauptziel ist mal jetzt in der Vorrunde nicht Gruppenletzter zu werden, dass wir uns alle Chancen für die vorderen Plätze noch offen halten. Und ja, wenn wir es irgendwie schaffen sollten, unter die ersten 8 zu kommen, dann wäre das super. Ja. Und wenn nicht, dann geht die Welt nicht unter für uns. Dann geht die Welt nicht unter. Dann geht die Welt nicht unter, nein. Vielen Dank und viel Erfolg. Ja.